Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu TypeScript. Heute wird es wahrscheinlich ein sehr, sehr kurzes Video. Und zwar wollen wir uns heute einfach angucken, wie man mehrere Constraints machen kann für eine generische Funktion oder eine generische Klasse. Standardbeispiel wäre hier die Klasse Dictionary zum Beispiel. Da wird ein Key auf ein Value gemappt. Das heißt, ihr habt zum Beispiel Zahlen 0, 1, 2, 3, 4, 5, die ihr auf Strings mappen wollt und das wird dann alles zwischengespeichert. Das ist natürlich nicht immer der Fall. Manchmal möchte ich auch einen Hund auf einen String mappen, denn ich möchte zum Beispiel alle Hunde ganz schnell nach Namen durchsuchen oder sowas. Und das macht man dann auch mit solchen Dictionaries. Und da braucht man natürlich dann variable Typen. Und diese variablen Typen macht man wieder mit Generics. Und da kann man dann zum Beispiel sagen, okay, ich habe nicht nur einen Index, zum Beispiel Hund, sondern ich habe noch Komma. Achtung, das ist jetzt sozusagen das Wichtigste vom ganzen Video. Ich habe noch einen zweiten Typen und das ist jetzt zum Beispiel ein, was kommt nach T? Ach, wir nehmen einfach X. Okay, und da kann ich jetzt zum Beispiel sagen, okay, dieses X hier wird irgendwie mit diesem T verknüpft oder ich brauche einfach nur zwei Variablen hier, weil ich zwei Arrays habe, public element 2 vom Typ X Array, ups, groß geschrieben natürlich. Ja, zum Beispiel so. Und jetzt kann ich hier so viele beliebige Typen, wie ich möchte, angeben. Also zum Beispiel auch noch ein Y, ein Z. Und dieses Z extendet dann, keine Ahnung, extends Richtung, was auch immer. Also ich kann damit sehr, sehr wilde Dinge tun. Ich kann sehr, sehr viele Typen benutzen. Und ich kann diese Typen natürlich alle nochmal extenden lassen, wie ich gerade Bock drauf habe. Und das ist natürlich sehr, sehr heftig. Vor allem wird es dann auch irgendwann unübersichtlich. Deswegen würde ich euch wirklich nur empfehlen, so wenig Typen wie möglich zu benutzen. Denn ihr müsst die ja immer alle also beim Erstellen schon hier angeben. Das heißt, ich müsste jetzt hier schon sagen, ich habe jetzt hier zum Beispiel Number, dann habe ich nochmal Number und dann habe ich noch Richtung. Ja, und damit kann ich natürlich dann schon einiges machen. Jetzt kann ich zum Beispiel immer sagen, okay, ein Hund geht von Feld A und Feld B, also zum Beispiel von einem Schachfeld, die immer durch Zahlen festgelegt werden, in eine bestimmte Richtung. Das wäre dann natürlich eher ein Beispiel für eine Funktion. Und da kann man eigentlich auch alles als Parameter machen. Also wirklich nichts, was man hier als Generic machen müsste, aber in dem Fall habe ich jetzt wirklich kein besseres Beispiel gefunden für mehr als zwei Parameter. Wie gesagt, zwei Parameter sind sehr, sehr nützlich, zum Beispiel für ein Dictionary und das habe ich ja gerade schon erklärt. Gut, wie gesagt, kurzes Video, aber ich glaube trotzdem nicht ganz unwichtig und ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns natürlich beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!